Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RL Craft. Und in dieser Folge hätte ich mal was ein bisschen anderes vor. Denn ich würde gerne ohne Sachen da drüben mal die Türme anschauen. Einfach just for fun mal wieder zwischendurch was anderes machen. Ne, ich wollte jetzt nicht unbedingt hier rein, aber ich wollte meine Skillpunkte verwerkeln. Und dafür muss man ja schauen, dass man irgendwie einen passenden Punkt findet, wo man die investiert. Geh weg, Viech. Tschüss, auf Wiedersehen. Building. Kein Plan, was sich das bringt, aber okay. Leute, wir gehen jetzt mal auf die Reise darüber. Weil so können wir nicht auch sterben, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass wir das verlieren. Und auf der Rückreise merke ich dann wahrscheinlich wieder so, huh. Da wären ein, zwei wichtige Sachen gewesen, die ich mit... Halt! Diese Mücke nervt gerade. Hat der denn echt einiges kaputt gemacht. Außerdem haben wir in der Richtung noch nie geschaut, was da ist. Man sollte ja seine Umgebung kennen, wenn man da wohnt, ne? Und das machen wir jetzt einfach mal. Da hat eindeutig wieder Smog gewütet. Oh. Au. Immer auf die Beine, das gibt's doch gar nicht. Immer auf die armen Beine. Hühnchen? Hühnchen. Zwei Hühnchen, habt ihr Eier? Bitte hat ein, zwei nach Eiern gelegt. Das wäre so das, was ich zurück brauche. Ach Mann. Doch, du hast ein Ei gelegt. Braves Huhn. Noch ein Ei. Braves Huhn. Brave Hühnchen, wenn ihr Eier legt, seid ihr brav. Dann kann ich hoffentlich bald meine Eierproduktion beginnen. Hast du auch noch ein Ei gelegt? Ist ja super brav. Ja, feines Huhn. Wieso habe ich das Gefühl, ich sterbe gleich, wenn ich da... Oh, es wird gerade Nacht. Wisst was? Das bringen wir schon heim. Einfach, weil ich die Eier haben will für die Hühnchenfabrik. Für meine Hühnchen, die ich, ja, pflanzen will. Beziehungsweise Pflanzen ist falsch gesagt, aber die ich am Ende bei uns in den in unseren Keller stellen will, in unseren Hühnchenkeller, damit wir eine stetige Versorgung von Futter sowie von Federn haben, die uns natürlich in dementsprechenden Maße was bringen. So, wo sind die Eier hier drin? Da. Fünf Eier. Ein Ei reicht ja schon. You can now summon variations of the Pixen. Pixen? Pixen, 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 Pixen. Was waren Pixen? Slixen. Da wird es irgendwo noch einen Pixen geben, oder? Kettel. Ach, die verschiedenen Farbenarten kann ich sammeln. Ach so. Back on the track. Einmal kurz gucken, was hier abgeht. Zack. Da ist sogar Clay. Clay ist auch ein ganz schönes Zeug mit den Steinchen und alles. Aber ja, muss man auch erst dann warten. So, zack, zack, zack.
fokussiere mich dann immer auf die Hühnchen, weil Hühnchen sind halt Eierlieferanten und Eier sind so das, was ich gerne hätte. Um zu sagen zu können, oh, nicht mit. Dass wir genug hätten von irgendwas, was für unser... Muss sein. Kann ich über die Bäume eigentlich klettern? Weil das ist ja ganz so das Gefühl gerade. Das ist jetzt ein schwarzer Drache. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr nette Nachbarn. Wusstet ihr das? Überall Drachen. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin wirklich ins Maul oder in der Dracheneinöde gelandet. Leck mich darauf an. Wow! Alles gut, Bro. Ich will keinen Stress. Okay, Bäume fällen mögen die eindeutig auch nicht so gerne. Und der Drache mag Dörfer nicht so gerne. Der Drache hat echt ein Problem mit dem Dorf, ha? Wollt es mir vielleicht noch anschauen? Was ist das für Nütte? Und ich kann's nicht meinen! Was ist denn dann? Langsam mal von Raum zu Raum gehen, ins Haus zu Haus. Der Drecher hat echt Probleme, ne? Denn der schon wieder. Alter, der hat ja nur Probleme. Hau ab! Ich fühle mich echt wie, als ob ich in Drachenlande wäre oder sowas. Oh ja, das ist vielleicht auch nicht gut. Ja. Warum brenne ich denn jetzt? Ich brenne. Geh weg. Ich habe ein Eisenschwert. Huch. Gut zu wissen, da hinten ist ein Dorf, das zum Tode verurteilt ist, sozusagen. Oh. Das ist noch mehr Kies. Dann schauen wir mal hier in die Richtung. Was ist denn das?
Also eigentlich, wenn man ja meinen ursprünglichen Plan, dorthin zu kommen. Nach jetzt gefühlten 10 Minuten bin ich in der Nähe. Ruinen. Dankeschön. Nein. Oh. Da ist sogar eins gespawnt. Wollte mich verarschen. Das heißt, wahrscheinlich die eine Chance aus einer Million. Und ich habe sie. Wait, what is hier passiert? Satan. Ah, das ist ein Totenkopf. Guten Tag und gute Nacht. Wäre doch sicher gleich in so ein Teil reinlaufen. Ich kenne mich doch. Irgendwo hier sitzt so ein Viech rum und wartet nur drauf, mir den Todesschlag zu geben. Ich würde doch nur gern einmal in der Ruhe diese Welt erkunden, ohne dass mir ein Drache zum Beispiel über die Nase läuft. Einmal herausfinden, was diese Welt zu bieten hat. Wie das hier? Was zur Hölle ist das? Soll das ein Haus darstellen? Oder... Stellt es da? Seine Innenseite? Oder auch nicht? Man weiß es nicht. Dafür müsste man sowas erforschen können. Ich habe jedes Mal Gefühl, ich höre gleich wieder so einen Scheißdrachen. Achso, ich bin schon wieder bei dem. Bin schon wieder bei dem Dorf angelangt. Lieber Villager, willst du nicht hören? Achso, das sind die Monster. Das ist wieder so ein Fliegeviech. Der Drache hat Probleme. Bestätige ich jetzt offiziell, der Drache hat echt Probleme. Ich finde es halt cool, dass sich die Welt von selber erholt. Da fliegt der Drache wieder rum, weil hier seht ihr schon, wächst schon wieder ein Bäumchen. Wo ist denn dieser blöde Turm? Ah, da. Ist doch wieder so ein Spawner-Turm fix, oder? Und na toll, auch noch mit ekligen Viechern, in diesem Fall eklige Spinnen. Geht's weg? Das ist eine Cave Spider. Du schaust ein bisschen anders aus wie ein normales Cave Spider. Stirb! So, String, nice. Ich erforsche jetzt einfach ein bisschen in die Nacht. Schauen wir mal. Ich sterbe doch eh spätestens dann, wenn ich irgendwo reinfall. Oder wenn ich über den nächsten. Primal Fury! The Apex are on the prowl. Oh, warte. Was hast du gemeint? Was bei... Das war ein Baby-Wag. Passiert das jetzt überall oder war. Bin ich da in irgendeine spezielle Hotze?
What the f... Yo, ich gehe nicht mehr raus. Oh, Private Fury is no longer spawning warps. Ja, sind ja auch nicht schon genug da oder so, ne? Ich lege mich mal schlafen. Vielleicht sind sie dann weg. Das war ein Baby Wag Level 8, der mich gekillt hat gerade. Shit. Leute, die Viecher sind immer noch da. Ja klar, ist klar. Na gut, Leute, nach diesem Primal Chart würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!